So, Dalle, da sind wir nochmal bei They Are Billions. Wir hüpfen. Ah, nee, Schmarrn, da wollte ich gar nicht hin. Wir hüpfen an unseren Speicherstand gleich wieder zurück. Ihr seht schon, ich habe hier ein bisschen rumgetestet. Ich habe nämlich ein paar Theorien und Taktiken ausprobiert. Da komme ich gleich zu. Ich habe ein paar ganz interessante Sachen rausgefunden über das Spiel. Und zwar habe ich ja schon mal angedeutet, dass es hilfreich sein kann, ein Surround-Headset oder ein Stereo-Headset zu benutzen. Ich muss euch empfehlen, wenn ihr das hier spielt, benutzt entweder ein Headset, die Headsets sind sowieso standardmäßig stereofähig, oder noch besser wäre ein Surround-Headset, oder sogar, wenn ihr normale Lautsprecher habt, seht zu, dass die irgendwie surroundfähig sind. Das ist wichtig, denn... Ach, ich drücke die falschen Knöpfe. Ganz kurz, wir hören ja ab und zu dieses komische Zombie-Röcheln, ne? Und je nachdem, aus welcher Richtung dieses Röcheln kommt... kommen aus der gleichen Richtung gerade Zombies auf unsere Kolonie zu, die in der Nähe der Kolonie sind, so wie das Viech hier. Des Weiteren habe ich herausgefunden, dass Zombies außerhalb unserer Sichtweite spawnen. Ja, also wir haben hier einen Teil der Map aufgeklärt, aufgedeckt und hier, was so hell ist, da sehen wir alles, was passiert, wir sehen die Bewegungen, aber hier erkennt man jetzt hier diese Grenze der Sichtweite. Hier ist alles dunkel, das ist eine Form des Nebels des Krieges. Wir sehen nicht, was hier passiert. Und genau in solchen Flächen spawnen aber die Zombies. Es gibt Zombies, die beim Spielstart mit der Kreation, der Erstellung der Map in dieser Spielwelt verteilt werden. Aber es gibt auch welche, die hier in diesem unsichtbaren Bereich spawnen und sich unserer Kolonie dann nähern. Das sind immer diese vereinzelten Gruppen, die hier anmarschiert kommen. Habe ich mehrmals getestet. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass dem so ist. Und... es ist jetzt so, es gibt ab und zu Hundegebell in dem Spiel. Und da habe ich mir nie was draus gemacht. Fakt ist aber, dass das Hundegebell dir signalisiert, wann und wo gerade Zombies spawnen, die sich dann deiner Kolonie nähern. Habt ihr das gerade gehört? Da war es wieder, das kam von rechts. Das heißt, es muss wohl zu dem Zeitpunkt, als ich den Speicherstand hier erstellt habe, da wird das Spiel automatisch pausiert, muss hier rechts irgendwo ein Zombie gespawnt worden sein, der allerdings etwas weiter entfernt ist. Das heißt, es kann sein, dass der hier oben aufgetaucht ist und sich jetzt der Kolonie nähert. Habe ich mehrmals getestet und ich habe jedes Mal die Ankunft von Zombies vorhersagen können. Hat wunderbar funktioniert. So, jetzt muss ich erstmal wieder reinkommen, weil... Gott, wie schaut es denn hier eigentlich aus? Das ist ja total beschissen. Also, ich habe auch unterschiedliche Taktiken ausprobiert. Ja, mit den Gebäuden. Ich weiß inzwischen besser Bescheid über die Gebäude. Da ist auch ein guter Kumpel, der mir ganz viele Tipps gibt, der das Spiel inzwischen auch selber hat und rumprobiert. Und, ja. Was mache ich da eigentlich? Das Schlimme ist, jetzt nur durch die ganzen Spielstände bin ich völlig durcheinander gekommen. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir hier eigentlich waren. Ist das... Was baut die da ab? Die baut Eisen ab hier oben, ne? Das heißt, wir haben eine eigene Eisenversorgung. Wir sollten irgendwie schauen, dass wir an ein Lagerhaus rankommen. Das ist sinnvoll, weil wir können nicht sehr viel Zeug lagern. Dafür brauchen wir einfach mehr Arbeiter. Das heißt, wir bauen weitere Zelte. Die Frage ist nur, wo bauen wir diese Zelte hin? Und ich habe auch gelesen, wir müssen aufpassen, wo wir die ganzen Gebäude platzieren, weil unsere Soldaten... Die scheinen irgendwie mit der Wegfindung Probleme zu haben in der Nähe von diesen Zelten. Die scheinen da irgendwie nicht klar zu kommen. Von dem her... ja, das ist platztechnisch echt blöd. Bauen wir hier nochmal zwei. Diese Zelte, es ist so, die Zelte, die providen zwei Arbeiter. Momentan haben wir sechs Stück. Das heißt, wenn die zwei fertig sind, sollte das reichen. Ach nee, halt, stopp, ich bin ja doof. Ich habe ja hier schon die... Nein. Linke Maustaste und STRG wählt alle Gebäudetypen aus, wie es scheint. Ah, mit Shift geht das. Mit Shift kann man mehrere auswählen. Okay, die zwei wieder weg. Ich habe ja hier schon die Cottages erforscht. Dann bauen wir doch eins davon. Was bringt denn das? Watch Range plus 6, Kolonisten 8, Worker 4. Die Kolonisten, die sind tatsächlich bloß dazu da, um dieses Goldeinkommen hochzupushen. Mehr machen die nicht. Und die leben auch die ganze Zeit nur im Haus, ne? Also das sind so die klassischen Hartz-IV-Empfänger, die leben die ganze Zeit nur im Haus. Und das war's. So, jetzt ist nur die Frage, wo haben wir denn noch ein paar Soldaten? Da oben haben wir nur zwei, das reicht definitiv nicht. Und...
Ich glaube, es wäre fast sinnvoller, wenn wir hier wieder auf Ranger umswitchen, um unsere Stellungen zu verteidigen. Das heißt, ich werde hier gleich nochmal... Wobei, nee, dann brauchen wir wieder Worker. Ja, merkst du was? Nein, kein Zelt. Ich will kein Zelt. Ich finde es komisch, dass man in dem Zustand jetzt noch Zelte bauen kann. Warum will ich eigentlich Zelte bauen? Ich kann die doch aufrüsten, die Dinger. Machen wir das doch einfach. So, ich lasse das Spiel mal weiterlaufen. Nee, keine Soldaten mehr. Nur noch Ranger, Ranger, Ranger. Aus einem ganz einfachen Grund. Die Soldaten, die machen viel zu viel Krach. Wirklich viel zu viel Krach. Das lockt immer mehr Zombies an und wir müssen irgendwie schauen, dass wir uns expanden. Und das ist momentan ein bisschen schwierig hier. Also das Expanding ist generell sehr schwer, habe ich festgestellt. Weil wir hier überall diese Horden haben. Wir können mal schauen, dass wir die Fläche da oben einnehmen. Dazu müssten wir hier zumachen. Kann ich einen Tower bauen? Einen Tower da oben? Ne, ich baue ihn mal lieber in... Building of this type must be separated by 4 cells at least. Hä, was? Ach so, 4 Zellen muss es auseinander sein. Das heißt, ich muss es hier irgendwo hinbauen. Das ist blöd, weil hier haben wir Zombies. Ja, merkst du was? Das lockt sie an. Jetzt kommt von Zügen gleich wieder was. Ja, ja, they are trying to break through. Ach du Scheiße. Ich schick mal die beiden damit drauf. Ja, ja, ihr bekommt gleich Verstärkung. Immer mit der Ruhe. Wow! Was zur Hölle? Alter, fuck! Ach du Schande. Macht sie platt! Wir müssen die Gebäude hier wieder instand setzen. Was sind da oben? Brechen sie auch rein. Okay, ich glaube, das ist eigentlich... Ja, nee, das ist so gut wie gelaufen. Ah, Mist, weil ich hier... Nee, pass mal auf. Ich mache das anders. Es tut mir leid, aber wir starten das Ganze einmal neu. Lalalala. So, wir starten einfach ein neues Survival. Das nenne ich jetzt einfach mal Easy. Denn auf Easy möchte ich spielen. Pass mal auf. Wir setzen mal hier die Population auf Low. Probieren wir das einfach mal so. Ich sag trotzdem 100 Days Challenging. Ich möchte es irgendwie... Ich möchte nämlich irgendwie schauen, eine neue Map freizuschalten. Das wäre echt nice. Dazu muss ich mich aber taktisch erstmal rantirschen, erstmal ranarbeiten. Jetzt kann ich euch auch mal ein paar der Taktik-Ideen vorstellen. Und zwar folgendes. Wir spawnen hier... Und pausieren einfach mal instant das Spiel, denn es gibt in diesem Spiel nicht nur Zombies, die zum Feind zählen, es gibt einen viel schlimmeren Feind und der nennt sich Zeit. So, der beste Start für den Anfang, habe ich festgestellt bisher, ist, wenn man wirklich 3 Zelte baut, du kannst sowieso nicht mehr machen, ja, du kannst keine Sägemühlen und nichts bauen, du hast kein Geld dafür. Das heißt, wir lassen jetzt erst einmal... diese Zelte entwickeln und nutzen die Zeit, um mit den Rangern auf Erkundungstour zu gehen. Ja, genau deswegen nämlich. Hier findest du nämlich weitere Vorräte. Das reicht aber noch nicht. Wir brauchen immer noch Gold, um mehr Sachen zu bauen. Außerdem hat es einen Patch gegeben. Seit diesem Patch treffen wir irgendwie viel früher, genau, auf diese Horden. Sehr viel früher. Ich erinnere mich, ich erinnere mich an Spielsessions, da habe ich ewig weit laufen können, ohne dass ich die gefunden habe. So, da bekommen wir einen Scharfschützen oder eine Farm. Mir wäre die Farm ehrlich gesagt lieber wegen der Nahrungsmittelproduktion. So, die drei sind fertig. Kann ich... Ich werde jetzt auch ganz, ganz oft pausieren. Wir könnten theoretisch schon ein Fisherman's Cottage bauen. Da ist jetzt nur die Frage... Der muss natürlich in der Nähe vom Wasser gebaut werden. Und wir sehen hier anhand der grünen Zahl auch, wie viel das er produziert. Da könnte man tatsächlich 2 bauen momentan. Ich baue jetzt aber erstmal nur einen, weil wir wissen nicht, was da oben ist. Den Soldaten lassen wir, wie gesagt, wieder zurück. Sicher ist sicher. Und da haben wir einen Hund gehört. Irgendwo hier muss ein Zombie gespawnt sein. Ich guck mal gerade nach, ob dem tatsächlich so ist. Es ist halt nur die Frage, wo, ja? Das ist, Es kann auch sein, dass der irgendwo da hinten gespawnt ist.
Da haben wir welche von der Horde. Da haben wir welche von der Horde. Ja, okay, da muss der weiter weggespawnt sein. Okay, der ist fertig. Ich guck mal ganz kurz, kann ich eine Sägemühle bauen? Jawohl, ich kann eine Sägemühle bauen. Jetzt müssen wir nur gucken, wo wir die platzieren, weil je nachdem, wo wir sie platzieren, generiert die natürlich mehr Holz. Und die da drin zu platzieren, würde zwar 14 Holz generieren, aber ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Weil ich habe keine Ahnung, was hier unten ist. Das hier kann eine safe Ecke sein. Es kann aber auch sein, dass da unten Zombies langlaufen. Ich muss mal ganz kurz... Ist doch blöd, weil wir verlieren dadurch Zeit. Ja, genau, das denke ich mir. Das ist so eine... Das ist eine ziemlich blöde Stelle eigentlich. Ja, wenn ich da jetzt eine Sägemühle reinbaue und von unten kommen Zombies, dann kann ich da nicht sehr schnell drauf reagieren. Wobei... Ich höre schon wieder den Hund von rechts. Das gefällt mir überhaupt nicht. Was haben wir denn für Produktion, wenn ich hier an den Rand hingehe? Ja, nicht wirklich. Ja, doch, ich stelle sie mal rein, weil wir können hier drüben dann einen Hunter-Cottage hinstellen. Der produziert in der Nähe vom Wald nämlich sehr, sehr viel Nahrung. So. Ach ja, wie schaut es denn eigentlich mit Quarries aus? Können wir noch nicht bauen. Wir können hier mal die Farm gleich freischalten. Ach so, ich krieg nur eine Farm geschenkt quasi. Okay, und die macht natürlich am meisten Sinn auf diesen grünen Flächen. Wir sollten vielleicht auch mal gleich anfangen mit diesem Ding hier. Holen wir uns das Holz da oben? Oder... Ja, doch, da oben wäre fast sinnvoller. Dann weiten wir uns gleich mal ein bisschen aus. So, da hätten wir wieder... Ja, ein Engpass jetzt nicht wirklich, aber... Oh, 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 nein, 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 zurück. Oh, da ist ein Lager. Da oben ist ein Lager. Wir können mal versuchen, diese Zombie-Horden auszuschalten. Das geht mit 4 Rangern relativ gut, wenn man langsam genug vorgeht. Ich will nur das Zeug. Ja, man lockt nämlich nicht alle an, Gott sei Dank. So, kommt schon, macht sie platt. Ach, scheiße. Ah, toll, der geht zu diesem... zu der Holzfällerhütte runter. Ich hoffe nur, dass uns jetzt von oben keiner gefolgt ist. Das wäre ärgerlich. Aber zum Glück sind die Ranger so unfassbar schnell. So, okay, der ist down. Gut, ganz kurz wieder pausieren. Also das Sinnvollste ist echt, wenn man hier sehr, sehr viel pausiert... Und was haben wir gesagt? Permanent Zelte in der Produktion haben. Am sinnvollsten ist es, wenn wir die Zelte nur auf diesem braunen Boden bauen, weil wir auf diesem braunen Boden keine Nahrungsmittelproduktion hinsetzen können. Die ist völlig ineffizient darauf. Und wir könnten eigentlich nochmal einen Watchtower errichten. In welcher Richtung, stellt sich mir jetzt bloß die Frage. Gehen wir nach da oben, dass wir hier zumachen können? Oder holen wir uns hier die Fläche? Die wäre fast sinnvoller, ne? Oder wir gehen einfach in beide Richtungen. Jetzt setzen einen da unten hin und einen für hier oben hin. Und dann hätte ich ganz gerne einen hier. Geht das? Nein, ich habe keine Ressourcen mehr dafür. Okay. Schauen wir mal, dass wir uns da den Stein noch holen. Das ist ganz wichtig. Wir müssen hier nämlich so schnell wie möglich unsere Kaserne bauen. Ja, das sind tatsächlich ein paar so Viecher hinterher gestolpert, ne? Hehe. Oh, und jetzt locken wir wieder mehrere an. Schauen wir mal ganz kurz, dass wir die platt machen. Ach, scheiße. Nein! Oh nein, 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 nein. Oh, das war knapp. Naja, und ihr lockt natürlich die Burschen da weiter an. Das ist nicht so geil. Können wir mal ganz kurz gucken? Ach, wir können hier nirgendwo Mauern bauen gerade. Okay. Die Farm. Wir könnten die Farm hier irgendwo hinsetzen. Plus 54 Nahrung, 48, 46. Also die Farm macht am meisten, wenn sie wirklich auf einer Freifläche steht. Aber hier ist blöd, wegen dem Wasser. Kann ich hier überhaupt ein Fisherman Cottage hinstellen? Könnte ich, dann sollten wir mit der Farm... Oh, warte mal. Mit der Farm irgendwo müssen wir darauf.
58 produziert die hier nur. Das ist ärgerlich, weil hier wird es 64 produziert. Wobei, 64, nee, Schmarrn, hier, warte. Wenn wir sagen, hier 58 plus die 14 von dem Fisherman Cottage, da kriegen wir mehr raus. Das heißt, ich setze die Farm mal hier hin.